Vorfall weggenommen, aber ne. Guten Morgen. Da ist gerade ein Hund, hat seine Leine aus der Hand gerissen. Und da drüben ist. Das ist ein absolut anstrengendes. Ich lache mich weg. Okay, wow. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Einem ganz, ganz, ganz besonderen Vlog. So, und ich sitze gerade im Auto. Sie hat mich netterweise eingesammelt. Ich finde es immer noch ganz verrückt, dass meine Freundinnen schon Auto fahren. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Friseur. Wir haben kurz vor 10. Wir haben um 10 den Termin. Und da wir im Abi-Ball-Komitee sind, haben wir jetzt auch noch hier ganz viel Zeug dabei, was wir gleich noch übergeben müssen. Und basteln was dann müssen. Basteln müssen. Wir müssen nämlich noch Batterien in Teelichter reinmachen und so weiter. Und das ist irgendwie, weil die so ein bisschen schrottig sind, also nicht die allerbeste Qualität haben, ist es ein bisschen schwierig. Nicht so die beste Produktion. Aber gut, wir sind, glaube ich, beide schon sehr gespannt, wie das mit den Frisuren alles klappt, weil wir beide noch mal was ändern lassen, also im Vergleich zum Probetermin. Ja, und ich würde sagen, ich melde mich dann später noch mal. Hallo, kleines Update. Falls ich ein bisschen fertig aussehe, liegt das daran, dass ich einen kleinen Nervenzusammenbruch hatte. Die Frisur hat mir leider nicht so wirklich gefallen, also ich weiß nicht, es war irgendwie alles nicht so. Ich will da jetzt nicht so zu tief ins Detail gehen, weil ich auch nicht irgendwie der Friseurin da die Schuld geben möchte oder irgendwie sowas. Fazit ist auf jeden Fall, mir hat es nicht gefallen und wir mussten alles nochmal aufmachen und ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch. Und oh, ich darf nicht hier reingehen. Meine Schwester, dieser kleine Engel, hat mir jetzt eine neue Frisur gemacht und hat mir hier so einen Fischgrätenzopf geflochten, so wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt hatte. Und hat den jetzt hier so unter den Haaren versteckt. Das wird alles nachher nochmal, also die Haare werden nochmal stärker gelockt. Jetzt ist es natürlich noch so ein bisschen platt, aber das werde ich erst machen, bevor wir gehen, weil sich das jetzt noch nicht so lohnt, weil sich das eh wieder raushängen wird. Und dann wird das auch hier bei dem Zopf nochmal so ein bisschen darüber alles besser versteckt und so. Und jetzt lecke ich mir erstmal die Nägel. So, dieser kleine Preiszettel drauf. Ich habe nämlich ganz billig so einen Annie-Nagellack gestern noch gekauft. Keine Produktplatzierung. Hier muss ich es jetzt ja immer dazu sagen, wegen dieser neuen Richtlinien. Ja, genau. Auf jeden Fall fand ich den echt gut. Und ich habe mir dazu noch von P2 auch keine Produktplatzierung, beziehungsweise keine bezahlte Produktplatzierung so. Dieses Quick Dry Spray. Ich hatte das mal von Essence und das fand ich auch echt gut. Jetzt habe ich mir das von P2 gekauft, einfach weil es da stand und weil wir in Eile waren und ich einfach eins brauchte. Und genau, ich habe gestern schon eine Schicht lackiert. Ich werde, also das sind meine natürlichen Nägel und die werde ich jetzt einfach nochmal lackieren, einfach nur damit die ein bisschen stabilisiert werden. Ja, und dann werde ich mich noch schminken, das zeige ich euch natürlich auch noch, wobei ich nicht glaube, dass ich da groß was zu sagen werde. Also ich werde euch einfach halt zeigen, wie ich mich schminke. Es kommt dann darauf an, wie viel Zeit ich noch habe. Und das sieht natürlich jetzt gerade ganz toll aus hier. Und Aki kam dann auch noch rüber und hat auch noch hier unterstützt, ein bisschen mental und so weiter. Aber es ist halt echt irgendwie blöd, wenn man sich so sehr auf eine Frisur freut und dann geht es halt einfach in eine sehr andere Richtung, als man sich das vorgestellt hatte. Ist halt einfach nicht so cool, aber naja, vor allem, weil ich jetzt auch echt viel Geld dafür bezahlt habe jetzt. Aber gut, man kann es nicht ändern. Ich werde mir davon jetzt nicht den Tag versauen lassen. So, ich werde mich jetzt schminken. Ich habe schon mein Gesicht eingecremt und Lidschattenbase drauf. Da benutze ich übrigens alles selbst gekauft. Absolut nichts ist hier Produktplatzierung, beziehungsweise keine bezahlte Produktplatzierung. Das ist meine Lidschattenbase. Ich werde euch jetzt leider nicht so viel sagen können zu den einzelnen Sachen, weil ich mich ein bisschen beeilen muss. Aber ihr werdet das sehen und ich erzähle euch vielleicht zwischendurch was. So, ich kann leider immer nur kurze Sequenzen filmen wegen Copyright, wegen der Musik. Ich möchte mich natürlich trotzdem bei Musik schminken. Und die Beleuchtung ist jetzt natürlich so, dass wenn ich vorne sitze, das für mich gut ist. Und deshalb ist es für euch nicht optimal, aber passiert. Dann fange ich mit dem Lidschatten an und dann nehme ich einfach hier so einen helleren Ton und gebe den erstmal so komplett über mein ganzes Lid eben drüber. Jetzt nehme ich hier eine Nuance dunkler und gebe die einfach nochmal so auf mein bewegliches Lid und auch so ein bisschen in die Crease und ein bisschen da drüber. Aber eben nicht mehr bis ganz oben unter die Augenbraue. Das A und O ist einfach immer blenden, blenden, blenden. Also wenn irgendwas in einem nicht gefällt, einfach ganz, ganz viel blenden. Und dann wird es meist doch noch irgendwie was. Jetzt nehme ich hier aus der Sleek Palette diesen Ton. Das ist einer der wenigen matten Töne da drin.
und gebe den nochmal so auf den äußeren Teil meines beweglichen Lids und auch in die Crease. Jetzt nehme ich doch auch noch einen glitzernderen Ton, aber auch in so einem leicht gräulich-stichigen und gebe den noch so ein bisschen aufs bewegliche Lid in Richtung innen aber. Jetzt kommen wir zum, nee, noch nicht zum letzten Schritt und habe ich gerade mein T-Shirt angemalt. Ja, ich habe mein T-Shirt angemalt. Jetzt kommen wir zu diesem ziemlich dunklen Braun. Und damit konturiere ich jetzt wirklich nochmal außen. Also mache ich hier so ein, wie so ein Dreieck rein außen und konturiere damit nochmal außen so das Auge. Übrigens sind das jetzt nicht so die krassesten Lidschatten oder so, aber die Lidschatten-Base sorgt dafür, dass die eigentlich alle super funktionieren. Mir ist es jetzt hier ein bisschen zu dunkel oben, deshalb nehme ich jetzt einfach nochmal so einen ganz hellen Ton, der so meiner Hautfarbe entspricht. Und gebe dann einfach nochmal so ein bisschen darüber, um das einfach ein bisschen besser auszublenden. Jetzt gebe ich nochmal einen ganz, ganz hellen Ton mit meinem kleinen Finger einfach in den Augeninnenwinkel. Da weiß ich jetzt schon, dass ich das nachher nochmal ausbessern müssen werde. Weil mit dem Concealer und der Foundation das alles gleich ein bisschen weg sein wird wieder. Aber das macht nichts. Mit der Foundation und dem Concealer kann man übrigens auch gleich super hier den Lidschatten noch korrigieren. Jetzt wasche ich mir mal kurz die Hände. Und mache das Teil hier ein bisschen feucht. Ich habe gerade ein bisschen die Rollläden mehr hochgemacht. Ich weiß nicht, ob sich das Licht jetzt verändert hat, aber wahrscheinlich schon. Ja, mir ist übrigens aufgefallen, das klang gerade sehr pervers, was ich gesagt habe, falls man das Bild nicht gesehen hat. Ich gehe aber davon aus, dass ihr alle das Bild gesehen habt, während ihr den Ton hört. Also ist alles gut. Meine Lieblingsfoundation von L'Oréal Paris Perfect Match in der Nummer 1R1C. Rose Ivory. Ich habe tatsächlich ein ganz bisschen Bräune bekommen, weshalb diese Foundation ein bisschen zu hell ist, aber ich habe gestern den Hoola Bronzer nachgekauft. Ich habe den schon echt ein bisschen länger nicht mehr gehabt, aber habe ihn früher so geliebt. Und deshalb werde ich einfach alles mit dem Bronzer so ein bisschen brauner gestalten. Was ich jetzt fast vergessen hätte, ist, dass ich zuerst noch den Primer drauf machen werde. Den habe ich mir extra gestern noch gekauft. Darüber kommt dann die Foundation. Ich werde die Foundation ein ganz bisschen mixen mit der Fit Me Foundation von Maybelline. Ich finde die ehrlich gesagt nicht so gut, aber die hat den richtigen Ton so ein bisschen, um den da reinzumischen, weil die so leicht gelbstichig ist und wie die andere so ein bisschen zu rosestichig ist. Und deshalb werde ich die beiden jetzt mischen. Wie ihr seht, bin ich jetzt ein Geist. Das ändern wir jetzt. Ich hatte gerade noch ein bisschen Gesichtsmaske hier unten drunter und deshalb hat die Foundation sich abgepellt. Sehr schön, aber jetzt geht es zum Glück wieder. Jetzt nehme ich den Maybelline Cover Stick, den habe ich aus Amerika. Ich weiß gar nicht, ob es den hier gibt. Den finde ich nicht sehr gut. In der Farbe Ivory. Jetzt benutze ich den Concealer, auch von L'Oréal Paris, auch von der True Match Reihe. Wobei ich finde, dass der echt nicht so gut deckt. Also der deckt eigentlich fast gar nicht. Ist aber auch die Farbe Ivory, glaube ich. Ja, 1N. Und hier versuche ich, dieser Linie zu folgen des Auges. Also nicht irgendwie den Concealer hier so gerade hochziehen zur Augenbraue, sondern wirklich der Linie des Auges so nach oben zu folgen. Weil diese Form ja auch danach der Lidschatten so ein bisschen hat. Und das sieht dann einfach viel natürlicher und schöner aus. Wie ihr seht, das ist jetzt doch ein bisschen höher gegangen, weil der Concealer beim Verblenden halt da hochrutscht und deshalb blende ich das einfach mit dem Pinsel nochmal ein bisschen aus. Ich benutze das Dewy Finish Fixing Spray von NYX. Jetzt einmal schon, bevor ich irgendwie Puder oder so drauf mache, ich benutze gerne mehrere Schichten Fixing Spray, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es dann besser den ganzen Abend hält. Achso, ganz am Anfang habe ich übrigens Lip Balm benutzt, damit ich am Ende Lippenstift auftragen kann und meine Lippen dann nicht so trocken sind. Und dann kann das währenddessen immer einziehen. Genau, und wenn am Ende noch zu viel drauf ist, dann mache ich einfach ein bisschen was ab, damit der Lippenstift auch richtig hält. Jetzt benutze ich den Nude Illusion Puder von Catrice. Ist ein loser Puder und da ein bisschen was in den Deckel. Und dann nehme ich einfach so einen Puderpinsel von Ebeline
Ich mag den echt gerne, also ich finde den voll gut. Ich habe auch keinen Vergleich zu guten, wirklich teuren Pinseln, aber ich mag den. Als nächstes nehme ich jetzt den Hoola Bronzer und werde damit konturieren. Dazu nehme ich einfach so einen bauschigen Pinsel auch von Ebeline und ich drücke den immer so ein bisschen zusammen, weil ich dann am besten kontrollieren kann, wie breit der Pinsel sein soll beim Konturieren. Gott, ich liebe diesen Bronzer so sehr! Oh mein Gott, dieser Bronzer ist so wunderschön. Gar nicht auch klar, ne? Ja. Ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, was ich gerade gemacht habe. Ich habe mir gerade mit meinem Augenbrauenstift die Augenbrauen gemacht. Der ist von MAC. Müsst ihr euch nicht kaufen. Also es gibt so viele gute Augenbrauenprodukte. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Nicht notwendig, aber sehr gut. Kann man nichts anderes sagen, aber trotzdem absolut nicht notwendig. Da gibt es so viele Augenbrauenprodukte, die man benutzen kann. Jetzt mache ich an meinem Arm meinen Lidschattenpinsel sauber, weil ich den... Mein Arm sieht dann auch immer nach dem Schminken ganz toll aus. Muss ich mir gleich mal waschen. Den benutze ich jetzt für diesen Highlighter. Klebt noch einen Aufkleber drauf. Das ist der P2 Satin Touch Highlighter. Gibt es aber, glaube ich, nicht mehr in den Läden zu kaufen. Zumindest, wenn ich da bin, ist er nie da. Deshalb hat mir eine Freundin ihren alten geschenkt, weil sie den sowieso nicht mehr braucht. Worüber ich sehr glücklich bin, weil ich den liebe wie sonst was. Genau, unter die Augenbrauen mache ich das dann immer noch hier so. Und ansonsten noch hier über die Lippe. Das war es aber eigentlich auch an Highlighter. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, werde ich jetzt nochmal die inneren Augenwinkel mit diesem Lidschatten hier machen. Jetzt kommt nochmal über alles Fixing Spray und dann bin ich fast fertig. Dann fehlen nur noch Mascara und Lippenstift. So, ich benutze die Ebeline Wimpernzange, um meine Wimpern zu biegen. Dann benutze ich die Lash Sensational Mascara von Maybelline in Wasserfest. Normalerweise benutze ich immer die hier in Nicht-Wasserfest. Die ist auch mega gut und reicht vollkommen aus. Aber für den Amiball nehme ich lieber die. Wenn das mal nicht ein Kontrast ist. Ich bin fertig. Ach so, der Lippenstift ist übrigens von MAC. Das ist diese Sia Edition. Viva Glam heißt er. Wir sitzen tatsächlich im Auto. Es ist ein bisschen überbelichtet noch. So sieht jetzt mein fertiges... Die Party ist schon zu Ende. Quatsch. Hier ist mein Kleid. Ihr seht das auf jeden Fall gleich dann nochmal ganz. Ja, wir holen jetzt noch den Rest der Leute. Also eine sehr gute Freundin von mir. Die kommt auch mit zum Abiball. Die holen wir ab. Und meine Oma. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mal gucken, was es gleich noch irgendwie zu tun gibt. Weil es gibt bestimmt noch irgendwas zu tun. Ich bin ja auch im Komitee, das heißt, ich muss mich da ein bisschen damit drum kümmern. Haben wir die Karten? Ja. Gott sei Dank. Gut. Ist die Fritz jetzt nochmal hochgegangen? Ja, die ist nochmal hochgegangen. Und sie kommt dann wieder raus. Gut, bis später. Wieder so. Ich glaube, meine Schwester filmt ab und zu immer mal wieder was mit. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit hier mit der Kamera rumrennen, weil ich den Abiball natürlich auch ein bisschen genießen möchte. Aber ich muss euch unbedingt einmal den Backstage-Raum hier zeigen, weil das so cool ist. Und ich glaube, da kommt gerade schon irgendwer. Wir haben hier überall solche Theaterspiegel. Schon mal mega geil ist, weil man dann einfach perfekt ausgeleuchtet ist. Das ist noch unscharf. Jetzt kannst du es nochmal sagen.
Ich bin Anna und ich habe gerade sehr geweint, weil es sehr traurig ist, dass wir jetzt alle andere Wege gehen. Ich fand es nicht so traurig. Die Emotionalität kommt hoffentlich noch. Weil eigentlich ist es schon traurig. So, wir haben uns jetzt gerade umgezogen. Das ist so traurig. Show your outfit to the camera. Very pretty. Das ist mein Outfit. Warte mal, hier ist auch so ein toller Spiegel. So richtig schön abfilmen. Hey, aber ja, wow. Stimmt. Das Licht ist natürlich echt Bombe. Show-Party ist auf jeden Fall in vollem Gange und ich habe echt nicht so viel gefilmt diesen Abi-Ball, aber irgendwie wollte ich den so richtig genießen und ich weiß noch, dass ich mir früher immer so gedacht habe, ja, das Abi-Ball-Video wird so richtig krass und so, aber irgendwie nicht so wirklich. Tut jetzt schon alles weh. Mein Kopf fängt auch gerade ein bisschen an weh zu tun, deshalb werde ich jetzt Wasser aus dem Wasserhahn trinken, weil das billiger ist. Ja, und wir haben ja hier unsere eigene Umkleiden und da kann ich mir dann auch einfach hier an den Wasch bringen. Ist ein bisschen angenehmer als auf der Toilette. Und die Stimmung ist echt gut, es tanzen echt viele Leute, was ich echt cool finde. Ja, es ist zum Glück nicht so eine verklemmte Stufe, das ist ganz cool. Und es ist echt verrückt, dass das der letzte Abend ist. Ich muss jetzt mal wieder zurück.